Kommen wir nun zum Existenzsatz von Markov-Ketten. Der folgende Satz besagt, dass zu jeder stochastischen Matrix P und zu jedem Wahrscheinlichkeitsvektor nü eine bezüglich Verteilung eindeutige nü-P-Markov-Kette existiert. Wie wollen wir vorgehen? Wir wollen uns auf dem unendlichen Produktraum E hoch N0 in einem ersten Schritt ein Wahrscheinlichkeitsmaß geeignet konstruieren. Und dazu wollen wir den Satz von Daniel Kolmogorov benutzen. Das heißt, wir wollen uns dazu eine Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen vorgeben, die die Eigenschaft hat, konsistent zu sein. Und dann sagt uns der Satz von Daniel Kolmogorov, dass ein geeignetes Wahrscheinlichkeitsmaß auf unserem unendlichen Produktraum existiert, das die Eigenschaft hat, dass es mit den endlichen Dimensionalen, dass seine endlich dimensionalen Verteilung mit den vorgegebenen Maßen übereinstimmt. Wie definieren wir uns jetzt also unsere System von Wahrscheinlichkeitsmaßen oder unsere Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen. Ich betrachte in einem ersten Schritt dazu die Mengenfunktion Q, die ich indizieren möchte, durch die Menge 0 bis n. Und das sei hier eine Mengenfunktion auf der Produkt-Sigma-Algebra E-Tensor n plus 1 mit Werten in 0 und endlich. Und diese Mengenfunktion ist folgendermaßen definiert. Nämlich, wenn ich diese Menge bestehend aus diesem n-Tupel x0 bis xn betrachte, dann ist die gegeben durch das Produkt nü von x0 mal p von x0 x1 bis p von xn minus 1 xn. Und das soll gelten für alle Punkte x0 bis xn aus meinem Zustandsraum E. Und in einem ersten Schritt jetzt geht es erstmal nachzuweisen, dass die so definierte Mengenfunktion Q, indiziert durch diese Menge 0 bis n, ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Es ist offensichtlich klar, dass diese Mengenfunktion angewendet auf die leere Menge gerade den Wert 0 ergibt. Was wir jetzt nur noch zu zeigen haben, ist die Sigma-Additivität. Nämlich, wir geben uns vor, eine Folge von Ereignissen A1, A2 und so weiter in unserer Produkt-Sigma-Algebra Skript E Tensor N plus 1, die disjunkt sein soll. Dann betrachte ich wende ich diese Mengenfunktion auf die Vereinigung dieser Mengen AI oder dieser Ereignisse AI an. Und diesen Ausdruck kann ich natürlich explizit schreiben. Das ist nämlich nichts weiter als die Summe über alle Punkte x0 bis xn in meinem Zustandsraum E von der Indikatorfunktion, dass dieses n-Tupel x0 bis xn enthalten ist in dieser Menge, die gegeben ist als durch die Vereinigung aller AIs, multipliziert mit dem Gewicht, nämlich nü von x0 mal p von x0 x1 bis p von xn minus 1 xn. Und aufgrund der Tatsache, dass die AIs disjunkt sind, weiß ich, dass für jedes gegebene n-Tupel, dass so ein n-Tupel in höchstens einer Menge AI liegen kann. Daher kann ich diese Indikatorfunktion von der Vereinigung dieser Mengen AIs auch schreiben, als die Summe über alle AIs von der Indikatorfunktion AI. Und dadurch, dass ich hier nur positive Ausdrücke zu stehen habe, darf ich natürlich auch diese beiden Summen vertauschen. Und wenn ich mir jetzt diesen Ausdruck angucke und wieder die Definition von unserer Mengenfunktion Q indiziert durch die Menge 0 bis n betrachte, ist das, was hier steht, ja nichts weiter als diese Mengenfunktion, indiziert durch diese Menge 0 bis n, von dem Ereignis AI. Und was hier steht, ist jetzt sozusagen nichts weiter als der Nachweis der Sigma-Additivität von unserer Mengenfunktion Q. Also wissen wir, diese Mengenfunktion ist schon mal ein Maß. Was uns noch fehlt, ist die Aussage, dass es sich hierbei um ein Wahrscheinlichkeitsmaß handelt.
Und hier kommt jetzt die Eigenschaft der stochastischen Matrix und dieses Wahrscheinlichkeitsvektors nü ins Spiel. Betrachten wir also dieses Maß Q, indiziert durch diese Menge 0 bis n, und summieren über alle Punkte x0 bis xn aus dem Zustandsraum E von diesem n-Tupel x0 bis xn. Das kann ich natürlich explizit ausschreiben. Und hier habe ich sozusagen Fubini benutzt. Und das kann ich dann schreiben als die Summe x0 in E von nü von x0 mal die Summe x1 in E p von x0 x1 und so weiter bis zur Summe xn in E p von xn minus 1 xn. Jetzt sieht man, diese letzte Summe ist ja gerade 1 aufgrund der Tatsache, dass p xn minus 1 xn Komponenten der stochastischen Matrix p sind. Und die stochastische Matrix ja gerade die Eigenschaft hatte, dass die Zeilensummen sich auf 1 addieren. Das heißt, dieser letzte Summand ist gerade 1. Dann kann ich natürlich zu der vorletzten Summe gehen, nachdem ich diesen letzten 1 gesetzt habe, kann auch diesen ausführen und erhalte wieder eine 1 aufgrund der Tatsache, dass p eine stochastische Matrix ist. Das kann ich sukzessive fortsetzen, bis ich sozusagen zu dieser ersten Summe komme über x1, die dann auch den Wert 1 ergibt, und dann ergibt sozusagen die letzte Summe über x0 auch 1 aufgrund der Tatsache, dass nü ein Wahrscheinlichkeitsvektor ist. Und damit habe ich nachgewiesen, dass diese Summe hier gerade den Wert 1 annimmt, was gleichbedeutend damit ist, dass dieses Maß Q indiziert durch die Menge 0 bis n ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Bleibt zu zeigen, dass die Familie aller dieser Wahrscheinlichkeitsmaße konsistent ist. Das heißt, was habe ich dazu nachzuweisen? Ich habe das Folgende nachzuweisen. Ich betrachte das Bildmaß Q indiziert durch die Menge 0 bis n plus 1 unter der Projektionsabbildung Pi von der Menge 0 bis n plus 1 auf die Menge 0 bis n. Und ich muss nachweisen, dass dieses Bildmaß gerade gleich ist dem Wahrscheinlichkeitsmaß Q, das indiziert ist durch die Menge 0 bis n. Wie gehe ich hier vor? Na, ich wähle mir erstmal ein Ereignis A aus unser Produkt Sigma Algebra E Tensor N plus 1. Und dann betrachte ich diese rechte Seite, wobei ich das Ereignis A einsetze. Das kann ich natürlich auch explizit ausschreiben. Das ist nämlich nichts weiter als die Summe x0 bis xn in A und xn plus 1 in i. Warum? Naja, dieses Urbild ist ja nichts weiter als die Menge a kartesisches Produkt mit der Menge i. Und jetzt habe ich hier Fubini benutzt und die Summe xn plus 1 in i hier hinten reingeschrieben. Und jetzt sieht man, was hier passiert, wenn ich noch die sozusagen Definition von unserem Wahrscheinlichkeitsmaß Q indiziert durch diese Menge 0 bis n plus 1 einsetze, dass ich hier wieder ausspielen kann, dass p Elemente einer stochastischen Matrix sind und sich dieser Ausdruck gerade auf 1 addiert. Was dann übrig bleibt, ist nichts weiter als das Wahrscheinlichkeitsmaß Q indiziert durch die Menge 0 bis n von dem Ereignis A. Und hiermit haben wir jetzt gerade nachgewiesen, dass diese Familie konsistent ist. Das heißt, der Satz 4.1, also der Satz von Daniel und Kolmogorov, besagt, dass es nun ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q auf diesem unendlichen Produktraum E hoch N0 zusammen mit der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra gibt, mit der Eigenschaft, dass die endlich dimensionalen Verteilungen dieses Wahrscheinlichkeitsmaßes gerade mit der vorgegebenen Verteilung Q indiziert durch diese Menge 0 bis n übereinstimmt. Das ist sozusagen der erste Schritt. Jetzt geht es in einem zweiten Schritt darum, einen stochastischen Prozess geeignet zu definieren und nachzuweisen, dass dann dieser stochastische Prozess eine Nü-P-Markov-Kette ist.
Wie gehen wir hier vor? Also ich gebe mir erstmal einen stochastischen Prozess vor, xn, auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum Omega fp mit Werten in unserem Zustandsraum E. Und dann definiere ich mir die Verteilung von diesem Prozess, also px, gerade durch dieses Wahrscheinlichkeitsmaß q, was wir im ersten Schritt konstruiert haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Verteilung des Prozesses gegeben. Was wir nachweisen müssen, ist, dass es sich dann um diesen bei diesem stochastischen Prozess um eine Nü-P-Markov-Kette handelt. Wie gehen wir hier vor? Naja, wir wollen das Lemma 1, 2, den Punkt 1 ausspielen. Und wir sehen gleich an welcher Stelle. Also ich gucke mir erstmal an, die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 den Wert x0 annimmt bis zum und am Zeitpunkt n den Wert xn. Also ich lege sozusagen die ersten n plus 1 Werte des Prozesses fest und betrachte davon die Wahrscheinlichkeit unter der hier gegebenen Verteilung. Das ist ja nichts weiter als die endlich dimensionale Verteilung von diesen Punkten x0 bis xn. Diese endlich dimensionale Verteilung nach Lemma 1, 2, 1 lässt sich aber wie folgt schreiben, nämlich als das Bildmaß von der Projektion auf diese Menge 0 bis n unter der Verteilung von unserem Prozess, ausgewertet an dieser Menge x0 bis xn. Jetzt haben wir gesehen, aber nach Definition ist diese Verteilung ja nichts weiter als dieses Maß Q. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass das Bildmaß von Q bezüglich der Projektion nichts weiter ist als unser Wahrscheinlichkeitsmaß Q von dieser Menge 0 bis n. Das heißt, wir dürfen auch dieses Bildmaß wieder ersetzen durch dieses Maß Q initiiert von dieser Menge 0 bis n, ausgewertet an, an dieser Menge oder an diesem Ereignis x0 bis xn. Nach Definition wissen wir aber, was das genau ist. Das ist nämlich nichts weiter als das Produkt nü von x0 mal p von x0 x1 bis p von xn minus 1 xn. Jetzt haben wir also nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, den Prozess zu den Zeitpunkt 0 bis n in den Punkten x0 bis xn anzutreffen, gerade durch dieses Produkt gegeben ist. Das haben wir aber schon mal gesehen, nämlich im Satz 1.7.1, der sagte ja gerade aus, dass wenn diese endlich dimensionalen Verteilungen gerade durch diesen Ausdruck gegeben sind, dann handelt es sich bei dem Prozess um eine Nü-P-Markov-Kette. Damit haben wir jetzt den Existenzbeweis erbracht. Was ich Ihnen in dem folgenden Satz noch zeigen möchte, ist eher ein konstruktives Verfahren, das auch hilfreich ist, Markov-Ketten zu simulieren. Was sagt dieser Satz aus? Ich gebe mir wieder vor, eine stochastische Matrix P und eine Verteilung auf einem zugrunde liegenden Zustandsraum E. Und ich gebe mir noch zusätzlich vor, eine Folge von unabhängig identisch verteilten Zufallsvariablen, wobei ich annehmen möchte, dass diese UIs gleich verteilt auf dem Intervall 0, 1 sein sollen. Und dann ist die Aussage die folgende: Es existieren Funktionen klein f von diesem abgeschlossenen Intervall 0, 1 in unserem Zustandsraum, sowie eine Funktion groß f von Zustandsraum Kreuz, dem Intervall 0, 1 in den Zustandsraum, mit der folgenden Eigenschaft, nämlich dass ich xn definiere als klein f von u0, falls n gleich 0 ist, und groß f von xn minus 1, un, falls n größer gleich 1 ist. Und dann ist die Behauptung das folgende, nämlich dass diese Folge von diesen xn gerade eine Nü-P-Markov-Kette ist. Warum ist das für Simulationen hilfreich? Naja, ich kann im Computer relativ einfach eine Folge von unabhängigen auf 0, 1 gleich verteilten Zufallsvariablen generieren. Dafür gibt es implementierte Zufallszahlengeneratoren. Wenn ich jetzt noch diese Funktion klein f und die Funktion groß f
konstruieren kann, dann kann ich einfach durch diese Abbildungsvorschrift per Schleife eine Realisierung von unserer Nü-P-Markov-Kette simulieren. Und das ist genau die Vorgehensweise, die man dafür auch tut, also so wie man vorgeht. Jetzt ist die Frage, warum ist diese Aussage korrekt und wie komme ich auf diese beiden Funktionen klein f und groß f? Und das wird am Beweis relativ deutlich. In einem ersten Schritt möchte ich erstmal annehmen, dass mein Zustandsraum E gerade gegeben ist durch die natürlichen Zahlen. Und jetzt definiere ich mir die folgenden beiden Größen. Also ich möchte mit Alpha 0 möchte ich den Wert 0 zuordnen und Alpha von I möchte ich den folgenden Wert zuordnen, nämlich die Summe k gleich 1 bis i von nü von diesem Ereignis k. Und ich sehe sozusagen, i läuft hier über alle natürlichen Zahlen. Die Alpha-Is nehmen also Werte an zwischen 0 und 1. Analog möchte ich definieren für jedes i aus den natürlichen Zahlen fixiert, dass Beta i von 0, 0 ist und das Beta i von j gerade ist die Summe aller k von 1 bis j von p i k, also aller Übergänge von i nach k. Und mit diesen beiden Hilfsgrößen, Alpha und Beta, kann ich mir jetzt die Funktion f, klein f und groß f definieren. Und zwar klein f von einer Zahl u aus dem Einheitsintervall ist wie folgt definiert, nämlich als die Summe i gleich 1 bis unendlich, i mal der Indikatorfunktion, dass u größer gleich ist als Alpha i minus 1 und strikt kleiner als Alpha i. Mit anderen Worten, die Funktion f von u nimmt den Wert i an, falls die zugehörige Variable u zwischen den Werten Alpha i minus 1 und dem Wert Alpha i liegt. Analog ist die Definition von der Funktion groß f, also die Funktion groß f bei fixierten i, ist nichts weiter als die Summe über alle u von 1 bis unendlich von j mal der Indikatorfunktion, dass diese Variable u größer gleich ist als der Wert Beta i, j minus 1 und strikt kleiner ist als der Wert Beta i, j. Auch hier analog diese Funktion f i, u nimmt den Wert j an, wenn das zugehörige wenn die zugehörige Variable u in dem Intervall oder in diesem halboffenen Intervall Beta i, j minus 1 und Beta i, j liegt. Und dann definiere ich mir durch die in Stern gegebene Vorschrift, nämlich genau diese Vorschrift hier, diese Folge der xn's. Was möchte ich jetzt nachweisen? Ich möchte jetzt nachweisen, dass diese xn's in der Tat eine Nü-P-Markov-Kette sind. Wie gehe ich hierzu vor? Also hierzu fixiere ich mir wieder Punkte i0 bis in aus den natürlichen Zahlen und betrachte die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n sich in den Punkten i0 bis in befindet. Dieses Ereignis hier kann ich aber auch mit Hilfe dieser beiden Funktionen wie folgt ausdrücken. Nämlich, wenn ich dadurch, dass ich ja weiß, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 in i0 ist und nach Voraussetzung war ja x0 gerade gegeben durch f von u0, muss ich also nur das Urbild betrachten. Das Urbild ist gerade dadurch gegeben, dass die Zufallsvariable u0 in diesem halboffenen Intervall Alpha i0 minus 1 und Alpha i0 liegt. Analog, der Wert von xk, der Prozess zum Zeitpunkt k nimmt ja den Wert ik an. Das ist ja gleichbedeutend damit, dass entsprechende Zufallsvariable uk im Intervall, in einem halboffenen Intervall, Beta ik minus 1, ik minus 1 und Beta ik minus 1, ik liegt. Und das soll gelten für alle k in dieser Menge
1 bis n. Und aufgrund der Tatsache, dass die Folge der Zufallsvariablen u unabhängig ist, kann ich natürlich diesen Durchschnitt von Ereignissen auch die Wahrscheinlichkeit von dem Durchschnitt der Ereignisse auch als Produkt der Wahrscheinlichkeiten schreiben. Das ist genau hier geschehen, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass U0 in diesem Intervall liegt, mal dem Produkt über all diese Wahrscheinlichkeiten, dass die Zufallsvariable UK in diesen Intervallen liegt, wie wir sie hier drüber definiert haben. Und jetzt weiß ich aber, jetzt kann ich ja nachrechnen, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass U in diesem Intervall liegt. Aufgrund der Tatsache, dass U gleich verteilt ist auf dem Intervall 0, 1, ergibt sich hier draus sofort, dass das der Wert von Nü an der Stelle I0 ist. Und analog erhalte ich das für diese Ausdrücke, dass die entsprechenden P ausgewertet an den Stellen I0 und I1 bis P von In-1 In. Und jetzt sehe ich, ich kann wieder den Satz 171 anwenden, der mir jetzt besagt, dadurch, dass das gilt für alle Werte n, handelt es sich bei der so definierten Folge xn um eine Nü-P-Markov-Kette. Das war sozusagen der erste Schritt unter der speziellen Annahme, dass mein Zustandsraum E gerade gleich ist der Menge der natürlichen Zahlen. Im zweiten Schritt möchte ich das jetzt erweitern für eine beliebige abzählbare Menge E. Und das geht relativ einfach. Eine Menge E heißt ja genau dann abzählbar, wenn es eine bijektive Funktion gibt von der Menge der natürlichen Zahlen in die Menge E. Und das daraus folgt dann sofort die Aussage zusammen mit Schritt 1. Weil ich sozusagen in Schritt 1 das für die Menge n konstruieren kann. Eine Bemerkung dazu. Also hier in diesem zweiten Beschweißschritt, auch wenn ich ihn nicht explizit ausgeführt habe im Detail, haben wir im Prinzip die folgende Aussage benutzt. Nämlich, dass wenn ich eine Markov-Kette xn auf einem Zustandsraum E gegeben habe und ich eine bijektive Funktion vorliegen habe, f von einem Raum E in einen anderen Raum E', dann ist auch die Funktion, also die folgende Folge von Zufallsvariablen f von xn, wiederum eine Markov-Kette. Das heißt, für eine bijektive Funktion gilt, dass die Funktion einer Markov-Kette wieder Markov'sch ist. Hier aber eine Warnung, das gilt im Allgemeinen nicht. Und das folgende Beispiel soll das veranschaulichen. Ich gebe mir vor, den Zustandsraum E, der aus drei Elementen besteht, die ich einfach mit den Zahlen 1, 2, 3 bezeichnen möchte. Und ich gebe mir folgende stochastische Matrix vor, die die Eigenschaft hat, dass die einzigen von 0 verschiedenen Einträge, die Einträge P1, 2, P2, 3 und P3, 1 sind und die alle den Wert 1 annehmen. Mit anderen Worten, diese Kette springt zyklisch durch die drei Zustände, nämlich mit Wahrscheinlichkeit 1 vom Zustand 1 in den Zustand 2, danach vom Zustand 2 in den Zustand 3 und dann von dem Zustand 3 wieder in den Zustand 1. Als Startverteilung möchte ich mir einmal vorgeben die Gleichverteilung auf dieser Menge, also Nü von x ist gleich ein Drittel. Jetzt wähle ich als Raum E' den Raum, der aus zwei Elementen besteht. Und die möchte ich einfach mit A und B bezeichnen. Und jetzt betrachte ich die folgende Abbildung F, die vom Raum E in den Raum E' geht und die folgenden Zuordnungsvorschrift hat, nämlich F von 1 und F von 2 seien gleich A und F von 3 sei gleich B. Und ich definiere mir jetzt eine neue Folge von Zufallsvariablen yn gerade durch die Abbildungsvorschrift f von xn. Und jetzt möchte ich mir die folgende bedingte Wahrscheinlichkeit ausrechnen, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess y zum Zeitpunkt 2 im Punkt A ist, gegeben, dass er auch zum Zeitpunkt 1 und zum Zeitpunkt 0 in A ist. Und wir sehen, diese bedingte Wahrscheinlichkeit ist 0. Warum? Naja, guck
Gucken wir uns das an. Der Zustand A sind also auf unserem Zustandsraum E die Zustände 1 und 2. Was hier steht ist, der Prozess will sozusagen zu drei Zeitpunkten in dieser Menge 1 und 2 sein. Das ist aber nicht möglich. Also wenn er ein 1 ist, kann er im nächsten Zustand ein 2 sein, aber dann würde er rausspringen. Oder aber er müsste reinspringen, um zweimal danach in dem Zustand zu sein. Also diese Wahrscheinlichkeit ist 0. Jetzt gucken wir auf der anderen Seite diese Wahrscheinlichkeit an. Nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zustand 2 im Punkt A ist, gegeben, dass er zum Zeitpunkt 1 im Zustand A ist. Und wir wissen, dass wir mit der Gleichverteilung starten. Jetzt gucken wir uns also dieses Ereignis an. Welche Möglichkeiten haben wir denn, wenn wir gleichverteilt starten, zum Zeitpunkt 1 in A zu sein und zum Zeitpunkt 2 in A zu sein? Ja, die einzige Möglichkeit oder der einzige Pfad, der nicht verschwindet ist, ist, ich starte in 3, bin dann zum Zeitpunkt 1 in 1 und zum Zustand 2 bin ich in 1. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass y2 gleich a und y1 gleich a ist, ist also ein Drittel. Die Wahrscheinlichkeit, dass y1 gleich a ist, ist 2 Drittel. Warum ist das der Fall? Na, y1 gleich a könnte sein, dass ich in 1 starte und dann nach 2 gehe und dann ist ein möglicher Pfad, oder ich könnte in 3 starten und in einem Schritt dann nach 1 gehen. Das ist auch ein möglicher Pfad. In 2 starten geht nicht, weil dann würde ich rausspringen. Das heißt, es gibt 2 mögliche Pfade und die Wahrscheinlichkeit von diesen beiden Pfaden ist jeweils ein Drittel. Also habe ich hier die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis y1 gleich a ist 2 Drittel. Das heißt, diese bedingte Wahrscheinlichkeit ist in der Tat ein Halb. Die beiden stimmen nicht überein. Das heißt, dieser so definierte Prozess Y hat nicht die Markov-Eigenschaft und ist damit auch kein Markov-Prozess. Als abschließende Aufgabe möchte ich Ihnen das Folgende nahelegen, sich zu überzeugen. Sei Xn eine Nü-P-Markov-Kette auf einem Zustandsraum E und F eine Abbildung von E nach E', finden Sie nicht-triviale Bedingungen an F und P, und mit nicht-trivial meine ich zum Beispiel keine bijektive Abbildung, weil den Fall haben wir hier oben geklärt, sodass die Verknüpfung von F und Xn wiederum eine Markov-Kette ist. Diese Aufgabe ist nützlich, weil sie hilft, mitunter den Zustandsraum von Markov-Ketten unter geeigneten Bedingungen drastisch zu reduzieren. Weil manchmal hat man ursprünglich modelliert man seinen Prozess auf einen sehr hochdimensionalen Raum. Machen wir mal ein Beispiel, den Raum minus 1, 1 hoch n. Dieser Raum ist 2 hoch n dimensional. Und manchmal ist es möglich, so eine Prozesse runter zu produzieren auf einen eindimensionalen Raum. Und wir werden im Laufe der Vorlesung dazu noch ein Beispiel sehen. Und es ist natürlich viel einfacher, diesen eindimensionalen Prozess zu simulieren, zu studieren, als diesen hochdimensionalen Prozess, der auf dem Raum minus 1, 1 hoch n lebt. Was haben wir jetzt gelernt in dieser Vorlesung? Wir haben uns mit zwei Dingen beschäftigt, nämlich auf der einen Seite mit einer Verallgemeinerung der Markov-Eigenschaft und zum anderen haben wir uns mit der Konstruktion von Markov-Ketten beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch auseinandergesetzt mit der Frage, wie man eigentlich Markov-Ketten simulieren könnte. Und dazu sind wir zu dieser Darstellung von Markov-Ketten gekommen. Als Ausblick, in der nächsten Vorlesung soll es inhaltlich darum gehen, eine Klassifikation von Markov-Ketten ausgehend von der stochastischen Matrix durchzuführen.